Hallo, ich habe leider eine Frage, die muss ich jetzt loswerden. Da gut. Sie haben erzählt, bei dem Text sind Leute aus dem Blessed Mike rausgegangen. Ab welcher Stelle? Ich weiß nicht, aber leider das erste Mal Juden ins Spiel kamen. Ich weiß nicht, wer bei unserem allerersten Grasser Slimmer Spektakel Mundi dabei war. Da hat Dawud einen Text gebracht und danach ist Hans auf die Bühne gegangen und hat gemeint, verbrannte Erde. Ich wusste noch. Vielen Dank. Bitte. Egal. Ich druck so ein bisschen rum, weil ich habe Angst, das jetzt einfach offen zu sagen, aber ich muss dazu stehen, ich muss es rauslassen. Ich bin jetzt auch 40. Oh. Das trage ich und ich dachte mir, ich mache das jetzt schon ein bisschen hier und jetzt ist langsam mal Zeit, dass ich wirklich das mache, was man von alten Säcken erwartet. Also auch Themen anspreche, die man von uns erwartet. Also, dass ich mich mit das ganze neumodische Zeug auflege, mit dem die Jugend ihre Zeit verschwendet und über dieses Internet, das sich eh nicht durchsetzen wird. Und ich habe so einen Text geschrieben, aber dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass man mit 40 bei Slams meistens so die älteste Person im Raum ist, also von allen, und dachte mir, da Anbiederung die wohl reinste Form der Selbstaufgabe ist, mache ich es doch in einer Form, die die Jugend mag. Und ich habe mal recherchiert und gemerkt, ihr hört sowas wie Farid Bang. Wer Farid Bang nicht kennt, Farid Bang hat so Textzeilen wie: Ich kann dir nicht mehr in die Augen schauen, als wären sie geschlossen, dieses Leben hat mich aufgepickt, das Leben ist eine Fotze. Und daran habe ich mich orientiert, nur dass mir auf Anhieb 5 reine Reime auf Fotze angefallen sind. Kann ich den netten Herrn Bang auch mal schicken, der wird sie noch häufiger brauchen. Und ich sehe jetzt schon die erschreckten Gesichter. Das ist eine Literaturveranstaltung, hat Fotze gesagt. Ja, tut mir leid. Mache ich nicht mehr. Es kommt genau einmal im Text vor. Und wir machen das demokratisch. Ich werde das Wort nicht sagen, ich werde einfach an der Stelle ein Zeichen machen. Ich zeige den Anfangsbuchstaben. Und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr den reinrufen wollt. Zu mir, zu denen, zu einem Nachbarn, wenn ihr das klar machen wollt, egal. Ich habe jetzt auf alle Fälle einen Rap-Text gegen das digitale Zeitalter. Und der heißt: Du musst wissen, ich bin sehr beflissen, drum mag ich nicht missen, dich zu wissen. Da kommst du mir entgegen mit deinem Headset und deinem iPad, dass du vor dir trägst wie ein Waschbrett, nur dein Bauch passt nicht dazu. Und du fühlst dich sehr verwegen, wie du jettest, dabei chattest mit einer App, die total fett ist, und ich stopp dich und sag: Du, ich habe ein Handy, mit dem kann man telefonieren. Und jetzt bloß nicht den Verstand verlieren, aber das war's auch schon. Ja, schau mal, vom Berg eingestellter Klingelton. Und ja, ich bin auch manchmal nicht erreichbar, das ist mein Handy aus, ist jedem gleich klar, muss man mal anrufen, wenn es wichtig ist. Aber hast du mal einen Call gemisst, obwohl jeder sieht, dass du online bist, fühlen sich gleich alle von dir gedisst. Und vielleicht wärst du hier besser stehen geblieben, denn da hinten läuft jemand, der hat schon das iPhone 7 und ich sehe, du hast Aktien in deinem Depot, die musst du simultan handeln in New York, Rio, Tokio, dazu eine Konferenz, natürlich face to face, du hast 8 Fenster offen und dazu ein Gesäß und toll, du hast Fonds, die kannst du hedgen. Ich hab Vinyl, das kann man scratchen. Nachdem ich die Platte vorsichtig aus dem Cover genommen habe, lege ich sie ganz gezielt in die Mitte des Tellers. Und erst kommt das Knacken und dann kommt der Bass von Billy Talbot gespielt. Ja. Auch Neil Young hat eine Bassline und die geht ganz tief bis in dein Gesäß ran. Verstehe mich nicht falsch, das soll kein Hate sein, aber zieht nur in dein Gerät rein. Ja, der Plattenspieler nimmt so viel Platz an, der ist halt groß, aber es muss so bei einem Schatz sein. Und ich höre halt nur gute Musik, ich muss da nicht skippen, ich lege einen Single auf, um die Seite zu flippen und ich sehe, du bist schon wieder beim Rippen und du weißt, beim Komprimieren von Musik geht was verloren. Aber du trägst ja schon seit Jahren Headphones auf den Ohren, das heißt, du kannst die Höhen eh nicht mehr hören, also wenn die dir fehlen, was soll dich das stören? Du stampfst die Musik auf 128 Kilometer bei Sekt zusammen. Aber hör mal, mein Vinyl wiegt 180 Gramm. Und die Nadel senkt sich in die Rille ganz tief und weckt noch jeden Ton, der dort spielt. Und schon erklingt ein neues Lied. Dip, 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 dip.
Lou Reed. Du musst texten, wie man sieht. You know, Twitter makes me bitter, because I've got a daughter to feed and not some tweet. Und auch ich trage in mir zu viele Emotionen, Ängste, die meine Cortex bewohnen, Wünsche, die über meinem Handeln thronen, die will ich auch gerne mal ganz offen betonen. Doch in meinem Gehirn schlummern zu viele Leichen. Manchmal ist dein Summen und manchmal ein Kreichen, all das will meine Seele als Wort entweichen. Aber da würden 140 Zeichen doch niemals dafür reichen. Und was sind 1000 Hashtags gegen einen Hashtag? Ich weiß noch, wie ich entspannt in der Wiese lag. Ich sah, so gut es ging, gerade nach oben, wo die Wolken sich zu seltsamen Bildern verschoben, da sah ich eine Katze. Die spielte am Klavier T42. Ey, da brauche ich doch kein Video auf YouTube dazu. Und hör mir auf mit deinen Freunden in der Community. Ey, wirklich, da triffst du auch die meisten nie. In echt wirst du von keinem von denen gedatet. In real wirst du von denen mehr gehatet als die Juden von Martin Luther. Denn die gehen nachts auf Facebook und klicken deine Mutter. Und von wegen, du bist im Internet wegen der Vielfalt. Mach mir über deinen Browserverlauf halt mehr wie Vielfalt. Das stimmt so nicht ganz. Big Boop auf YouTube. Du googelst mit dem Schwanz und ich handle ja eher so vom Kopf her, du Opfer. Wenn Jäger deine Mutter erschießen, hättest du nicht mal einen Klopfer. Und ja, ich zitiere Disney. Das ist ja doch ein Diss, yay. Und all deine Geräte verstehst du ja nicht, weil du bist halt kein Techniker, Digga. Ey, also du mit dem ganzen Ein- und Ausschalter, Alter. Ey, du hast ein Smartphone, ich bin ein Smart-User, du Loser. Ey, und dass alle auf deine Daten zugreifen können, erinnere mich an die Gestapo, du Chabo. Ey, mit deinem Rücken über alle zu lästern, tu doch ein Homie. Homie, hör mal, ich spreche von deiner Schwäche. Wenn du mal Stärke brauchst, ist so schnell eine Kartoffel. Lol, Rottel. Also, hör mal mit deinen neuesten Versionen geprotzt und deinem neuen Zeitalter gerotzt. Bitte, bitte, lass dein WhatsApp, fuck und OG gemotzt. Denn irgendwann stichst du an deiner digitalen Kotze. Dann bist du alleine abends auf dem Sofa vor der Glotze. Vor der Teller Kater Spaghetti mit Tomatenschmotz. Und während ich vor Zufriedenheit nur so strotze. Und bei mir in aller Ruhe den analogen Gott sehe, also Vater, Heiliger Geist und JC hat das Netz nicht gefickt. Denn der Mac ist eine Otze! Also verschwind doch einfach in deiner Cloud. Peace out. Vielen Dank.